Yo, yo, ihr verrückten Biester, nach der letzten Tutorial-Reihe, wo wir erklärt haben, wie man einen großen Baum baut, haben ganz viele Leute nachgefragt, wie man kleine Bäume bauen kann. Deswegen haben Sir Migorius und ich uns gedacht, wir zeigen euch das einfach mal. Im heutigen Tutorial könnt ihr euch also anschauen, wie eine kleine Eiche entsteht. Um den Baum nachzubauen, den wir gleich entwerfen, benötigt ihr World Edit und Voxel Sniper. Zu Beginn müsst ihr erstmal die Grundform des Stammes festlegen. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Stamm eines Baumes selten exakt gerade ist. Also der soll nicht einfach nur von unten nach oben gehen, sondern baut da ruhig ein paar Formen ein. Nun müsst ihr diese Form stabilisieren, indem ihr den Stamm dicker baut. Achtet dabei darauf, dass das Ganze nicht zu blockig wirkt, also ihr einen schönen, smoothen Stamm habt. Lasst euch nicht davon irritieren, dass der Stamm mit Smaragdblöcken vorgebaut wird. Das ist einfach nur dazu da, um die Formen besser erkennen zu können. Also der Smaragdblock hat nicht so eine anstrengende Textur und der wird am Ende dann natürlich gegen einen anderen Block ausgetauscht. Weiter geht es mit dem Äste anbringen. Der erste häufige Fehler, den viele machen, ist, dass sie die Äste nur oben anbringen, aber ein Baum hat nicht nur oben Äste, sondern am ganzen Stamm verteilt. Dennoch sind oben am meisten Äste, das heißt, ihr bringt einfach oben ein bisschen mehr als unten an. Ihr müsst wie eben schon beim Stamm darauf achten, dass die Äste nicht zu gerade wirken und je länger sie sind, desto mehr können sie sich auch in kleine Äste aufspalten. Bei so einem kleinen Baum solltet ihr die Wurzeln nur andeuten, da der Großteil der Wurzeln unter der Erde liegt. Da kommt es aber halt auch wieder auf die Baumart an, aber da wir ja hier eine kleine Eiche bauen, solltet ihr darauf achten, dass der Großteil der Wurzeln, wie gesagt, unter der Erde liegt. Jetzt haben wir erstmal einen Baumgerippe, also das heißt ein Baum ohne Blätter, aber wir wollen natürlich Blätter noch anbringen. Dafür benutzen wir den Befehl /br/sphere 70% und dann wie schon beim letzten Mal. Wir schreiben euch den Befehl hier hin, tippt das einfach ab und gebt das ein, dann sollte das auch funktionieren. Danach müsst ihr euch noch eine Mask setzen, dafür gebt ihr //mask0 an und im Anschluss bringt ihr die Blätter an den Enden der Äste an. Dafür braucht ihr meistens nur 1 bis 2 Klicks, also macht da auf keinen Fall zu viele Klicks. Nicht wundern solltet ihr euch darüber, dass die Blätter so komisch aussehen, die werden am Ende noch replaced, das heißt durch andere Blöcke getauscht. Im Anschluss könnt ihr die Blätter noch etwas fülliger und dichter darstellen. Dafür benutzt ihr den Befehl //brzyl und dann wieder das, was da steht. Jetzt kommt noch ein Schritt, der überhaupt nichts mit Befehlen zu tun hat, der aber eigentlich bei jedem Bauwerk nötig ist. Und zwar müsst ihr euch das Ganze nochmal angucken und die Blätter, die euch nicht passen, zum Beispiel die Blöcke, die euch nicht gefallen, einfach mit der Hand anpassen. Also wenn irgendwo ein Block zu viel ist, dann schlagt ihr den weg mit der Hand oder wenn irgendwo noch was nicht so richtig gut ist, setzt ihr vielleicht noch was hin oder formt das mit der Hand noch ein bisschen nach. Jetzt habt ihr ein Gebilde, das von der Form her aussieht wie ein Baum, aber ihr wollt natürlich noch die richtigen Blöcke verwenden. Dafür müsst ihr erstmal den Stamm replacen. Um das zu machen, stellt ihr euch in die Mitte von dem Baum, gebt //replace near, Leerzeichen 40, Leerzeichen 133, Leerzeichen 17, Doppelpunkt 12 in den Chat ein. Und im Anschluss sind die Blätter dran, dafür gebt ihr //replace near, Leerzeichen 40, Leerzeichen 19, Leerzeichen 18, Doppelpunkt 12 in den Chat ein. So, fertig ist der kleine Baum. Eigentlich gar nicht so kompliziert, oder? Wie findet ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Findet ihr das eher einfach oder eher kompliziert? Zu welcher Baumart möchtet ihr als nächstes ein Tutorial haben? Wenn ihr Lust habt, noch mehr Bautipps zu bekommen, dann könnt ihr mal hier rechts klicken. Da ist nämlich die Tutorial-Playlist verlinkt. Links oben könnt ihr uns abonnieren. Links unten ist unser Minecraft-Maps-Shop. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt cool, haut rein und cheerio!